Hallo und herzlich willkommen zurück zur Beer Factory. Macht den Laden auf, sonst flipp ich aus, Keule. Mann. Gut, also, ich habe Tipps bekommen. Ja. Ich habe Tipps bekommen. Zwecks des Brautanks. Also, warte mal. Wie waren die Scheiße jetzt hier mit meinem Kackdreck von Werkzeugkasten? So, jetzt habe ich meinen Werkzeugkasten. Gut, passt auf. Wir haben den Werkzeugkasten in der Hand und wir gucken jetzt mal auf dem Bildschirm, ob irgendwo beschrieben steht. Kauf und platziere einen Brautank. Das ist das Ziel. Ah ja, Baumenü. Gut, stand das vorher auch schon da? Nein. Das bedeutet, wo ist denn jetzt eigentlich mein... Das bedeutet... Du kannst ins Baumenü, sobald du den Werkzeugkasten hast. Und hier kann man den Brautank kaufen. Ich flippe ja wirklich aus. Mein Gott, aber dazu muss ich runter. Wir hatten die Europaletten so akkurat hingestellt. Das war mit Sicherheit nicht ich. Oh Mann, ey. Mir reicht's, ich brauche einen Kaffee. Ich brauche einen Kaffee, sonst flippe ich ja aus. Mein Gott, ey, was die sich da haben einfallen lassen, ey. Kriegt nur eine Krawatte bei so einer Scheiße. Was ist denn nicht für ein Teer, was da rausgekommen ist? Ist ja kein Kaffee. Ich muss hier runter, wa? Brautank muss ich hier runter, glaube ich. Ey, mal her, wo ist denn das Ding hier? So. So, dann habe ich Scheiß hier in die Hand. So, Brautank. So, wo kann ich das Ding platzieren? Ist egal, oder was? Wie rum muss denn das stehen? Ich hab überhaupt keine Ahnung, ne? Das ist aber auch hell, ne? Guck mal, ich komm. So. Na nun, platziere doch, Penner. Bestätigen. So, ich hab's bestätigt. So, was ist jetzt hier? Erstelle ein Rezept auf den Computer. Mann, ey. Gut, okay, hab ich schön gemacht. Ich bin ein bisschen stolz auf mich selber. Ich weiß, ihr denkt jetzt, ja, nur er nun wieder hier. Mein Gott, hat er einen Brautank hingestellt und denkt, er ist Superman. Ja, genau das denke ich. Jetzt reicht's. So, Computer an. Brauerei. Tankname. Was interessiert denn das? Rezepte. Neues Rezept erstellen. Rezept Editor. Darin eine Dose, sag ich dir. Anis. Ich hab keine Ahnung, Mann. Wir machen mal 60 Malz, 35 Hopfen. Oh, entschuldige. Nee, warte, dann machen wir das ein bisschen anders. Machen wir das so. Keine Ahnung. Malz, Hopfen, Hefe, Gewürz. Keins. So, bestell eine Palette Hopfen. Du kannst mehr bestellen, wenn du das brauchst. Sind das auch so 24 Dinger als eine Palette oder was? Ich hoffe mal. Wie sieht denn das aus, wenn ich jetzt hier mehr nehme? Anzahl 2 Paletten, na toll. Ich bestell das mal. Ich bestell mal, was ist denn eigentlich mit meinem anderen Scheiß hier, der Malz? Ja, was war das? Ja, oder? War ich doch, Malz. Den komplett verkauft, ich Idiot? Wie sieht denn das hier aus? Hast du sauber gemacht? Mann, ey, du und deine Fischermütze, ey. Oh, da ist er ja schon. Ja, Maul halt. Mach mal auf den Hobel. Willst du mich verkackeiern? Hätte ich auch vorher sagen können. Hätte ich beides zusammen bestellt.
LKW reingefahren, sorry. Das macht der jetzt nicht, ne? Junge, reiß dir, fahre vernünftig. Da bin ich eigentlich. Könnt ihr mich überhaupt hören? Das ist ziemlich laut, ne? Die Scheiße. Mann, jedes Spiel ist unterschiedlich. Ich fass es nicht. Jedes Spiel ist unterschiedlich laut, ey. Ich brüll hier rum wie so ein Affe. Oh, nächster Gehaltscheck. zwei Minuten. Ach, gepresstes Malz. Oh, brauche ich ja auch noch, ne? Wir haben ja einen Vertrag. Na gut, warte mal. Dann bestelle ich jetzt die Hefe, Palette Hefe. Ist es das hier, ja? Ich denke mal auch 24, ne? Die machen... Alter Schwede, willst du mich eine Anzahl Paletten? Okay, 12. 12 Sack. So, geschrotetes Malz, Rohmalz. Da brauche ich eigentlich 30, ne? Na, eigentlich brauche ich Dings, 28. 1255, gut, bestellt. Hi, hu, ha. Nimm eine Hefe, einen Hefekarton und verstaue ihn. Palette kann ich da wieder wegnehmen, ne? Die kann wieder weg. Hä? Drehen? Wieso kann ich denn keine Palette nehmen? Will doch nur eine. Oh, der hat doch einen Turbo-Modus, ja? Wow! Jetzt drehen wir den ganze durch. Will hier nichts kaputt machen. Ups! Zu spät. Mann. Wir laden erstmal ab. Sein Bein. Oh, sieht das scheiße aus. So, warte mal. Konnte ich nicht hier irgendwie... Ich konnte auch hier abladen, wa? Direkt. Du musst die Palette aus dem Fahrzeug nehmen, bevor du mit ihr interagierst. Wartet nicht, dass er... Entladen? Ist egal. Ist egal, komm. Mann, ich schulde dem schon wieder ein Gehalt. Wo will der denn hin? Heb an das Ding. Bleib doch stehen, Junge. Was machen die denn hier? Wunderbar. Jetzt schwör ab, Junge. Wir haben zu tun. Kann man das nicht resetten irgendwie? Das war doch so, ne? Nein. Ah, anscheinend doch nicht mehr. Flip hier aus! Sorry.
manchmal überkommt es mir. Greifen, zack, einen haben wir. Aua! Voll in meinen Schnauzen. Ich sehe nichts. Ich kann nichts sehen. Kam ein Karton vor der Schnauze. Okay. Ha? Packe einen Karton mit Hefe aus. Und jetzt? Was ist das denn? Absetzen. Aha. Geh zu deinem Computer und starte dein erstes Gebräu. Wo ist denn mein Computer? Warum zeichnet der hier hin? Datei hier oder what? Hey, da kommt ein Computer gehen. Ich glaube, ich werde weg. Mann, Alter. Ich brauche gleich wieder einen Kaffee, wa? Ich werde mal einen Kaffee nehmen. Ich ziehe mir gleich mal einen Kaffee. So, okay. Brauerei. Tanks. Rezept in Produktion keins. Geschrotetes Malz. Benötigte Rohstoffe 2. Hopfen 1. Hefe 1. Hä? Warte, bis sich das Wasser füllt. Du kannst die Türen oben im Tank öffnen, wenn du willst. Was zur Hölle will der? Hefe, Hopfen. Mann, hat der Penner ist der hier wieder langgelaufen oder was? Der soll verziehen. Mann, zieh Leine, Ma'am. So, warte mal. Können wir uns hier eh ein Säckle nehmen? Können wir hier runterrennen, oder? Ey, was macht denn die Palette jetzt hier unten? So, nu? Kann ich hier reinknallen, oder was? Ich verstehe das nicht ganz hier. Was passiert hier? Aktuelles Braun. Da oben oder was? Was ist denn? Wie komme ich denn da hoch? Ich verstehe, nee. Gibt es hier irgendwo eine Leiter oder was? Ich muss auch noch das mit dem geschrotteten Malz machen, ne? Damit ich auch zu Kohle komme. Guck mal, da hinten ist schon der nächste Dings, der auf mich wartet. Der Dings. Mitarbeiter. Zahlen. Warte mal, was hat der eigentlich? Bleib mal ruhig da hinter mir, Keule. Ey, 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 nicht hier unter Druck setzen. Alter, lenk doch nicht so langsam, Junge. Da musst du kurbeln. Mein Gott, ist der ätzend. Das ist schon wieder so beschissen. Fülle den Tank mit geschrotetem Malz. Nimm das weg da. Du musst die Tür am oberen Ende des Tanks öffnen. Ja. Gut. Die Frage ist, wie komme ich da hin? You know? Muss ich jetzt wieder auf gut Glück finden.
Aber guck mal. Das ist immer so. Was haben die sich dabei gedacht, wirklich? Ist doch scheiße! Gib her. Ding. In der Kackpalette da noch. Oh scheiße, ich wollte noch mal mit. Sorry. Sorry, Kumpel. Mechaniken an dem Spiel gehen mir so tierisch auf den Sack. Das glaubt ihr überhaupt nicht. So ist das hier aus. Ja, jetzt fängt er erst Dings ran, ne? So, also, jetzt Spaß beiseite. Mach auf, Junge! Ist auch noch Müll draußen. Aber hier haben wir unser Wasser. Tür auf. Muss ja Müll mal langsam entfernen, ne? Mann, Junge, ey, jetzt hat er das Werfen verlernt. Ich fasse es nicht. So. Muss ich, du erzähl mir nicht, dass ich den geschroteten Malz. Warte mal. Ich muss den noch nicht da reinschmeißen, oder? Denn es ist ja eine beschissene Mechanik. Das kann's nicht sein. Das muss ja irgendwie anders gehen. Ich kann doch nicht von hier unten... Ich kann doch nicht von hier unten geschroteten Malz da drin werfen. Ist doch totaler Blödsinn. Ist ja direkt daneben geschmissen. Das ist ja eure Schuld. Komm ich denn da hoch? Was ist das? Hör mal, warum? Warum erklärt denn das keiner? Hä? Verstehe ich nicht. Mit meinem Sack wieder. Krieg meinen Sack wieder? Ja. Warum erklärt es nirgendwo einer? Ist das eine Scheiße? Junge, du brauchst nur Hopfen und Hefe. Was machst du denn? Einmeischen. Das kommt danach oder was? Ey, kenn mich damit nicht aus. Ich bin doch kein Bierbrauer. Ich bin immer noch stark verärgert. Was jetzt soll für eine Scheiße da? Dass einem da keiner Bescheid sagt. Mann, ey, Junge, jetzt. Hä?
Kannst du mal die Kacke ordentlich machen? Jetzt fällt die Scheiße hier auf die Palette. Oh, Alter, bei dem Spiel ist echt, da sind ein paar Schwierigkeiten drin. Also nimm's mir nicht übel, aber es wird nirgends beschrieben. Du baust das Ding gut einfach hin und dann auf einmal... hör auf. Ist egal. Leute. Ey, ich hoffe, ihr habt Spaß, ey. Macht euch nicht auf, du kommst Spaß. Ich glaube, ich mache aber erstmal den Auftrag, war gepresstes Malz. Wobei, ich habe jetzt einen, ich glaube, einen weniger, ne? Was haben wir denn jetzt hier? Das Licht an der Lage. Oh, das sind, 4, 8, 12. 14, 16, 18. 20, würde ich sagen, wa? 20, was ist das hier? Hier, nimm die Scheiße. Marinda. 20 ist ein bisschen wenig, muss ich ehrlich sagen. Kick mal, man kann das jetzt übereinander kacken hier. Haha, wunderbar. So, okay. Fülle den Tank mit gemahlenen Hopfen. Crushed Hopfen? Warum bewegt die ganze Palette? Crushed Hopfen? Ist Crushed Hopfen gemahlen? Müsste, wa? Wir versuchen's. Rinder, die Dreckkacke. Jetzt wird zugemacht. Und was ist das jetzt? Braun. Okay, danach kommt die Hefe. Hä? Ach, das war das, was da drinnen lag. Kackender Dreck. Mann! Junge, leg doch einfach die Scheiße hin, anstatt zu werfen. Dann muss ich G drücken. Ja, warum sagt mir das keiner? Kannst du auch mal was alleine rausfinden? Ja, ja. Ist gut. Was haben wir denn jetzt hier? Hoffentlich hat er nie wieder 20 Säcke daneben geschmissen. Mann, ich schulde denen schon wieder einen Lohn. Was ist hier? Junge, mach deinen Job richtig, sonst kacke ich dir in den Hals. 2, 4, 6, 8. 12. 16. 16. Das reicht gar nicht, ne? Ich brauche ja noch 4 Säcke. Ja, da ist gerade mal 2 darin gepackt, glaube ich. Okay, uno momento. So. Da kommt nichts mehr. Gut. Da fehlt noch ein bisschen. Nicht falsche Richtung. Also haben wir jetzt hier erstmal 24, wa? Opa. Genau, 24. Reicht nur leider nicht. Im Grunde genommen könnte ich noch eine Palette bestellen. Das werde ich auch tun. Lieferung. Rohmalz. Guck mal her, mit der 24. Bestellen. Kostet ja nur 240 Dollar. So gut, ich ziehe mir noch einen Kaffee. Nichts für ungut. Kaffee muss drin sein. Was ist mit Dings? Angestellten. Wir müssen ja schon wieder bezahlen. Wobei wir uns das eigentlich sparen könnten, weil die Pfeife kann ja nichts.
Wir sind ready. Komm, mal auf. Ja, langsam jedet. Ich sag doch, langsam jedet. Jetzt noch mit ein bisschen Jas. Kicker mal. Mal her. Reifen. Hier absetzen. An. Fang an zu ackern, Junge. Schnauze voll. So. Der Hefesack muss darin jetzt. Geh rum in der Arbeit. Wunderbar. Warte, bis der Brauprozess beendet ist. Und das werde ich warten nur. So, zwei Säcke haben wir. Sechste brauchen wir insgesamt. Drei. Was? Wirf doch mal die scheiß Säcke darin, Junge. Ist ja ein Problem. Vier, fünf, sechs. So. Nehmen wir die Palette mit. Scheiße, ja. Da ist zwar Pfand drauf, aber. Der ist so ein Idiot, der Angestellte da. Ich verkaufe jetzt erstmal das hier. Wow. Kauf und platziere ein Hefelager. Denk daran, dass du viele Rohstoffe brauchst, wenn du deine Produktion ausweiten willst. Mitarbeiter sammeln Hefe im nächsten gelegenen Lager. Okay. So. Kann ich jetzt Aufträge? Habe ich den ja jetzt durch, ne? Verträge. Bestätigen. Zack. Zack. Siehste. Veredeln 22 Säcke mit rohem Malzkorn. Könnten wir eigentlich auch machen, ne? Davon reicht, die Zeit reicht aber dafür nicht mehr. Kauf und platziere ein Hefelager. Denk daran, dass du... Muss ich das auch hier machen? Nee, ne? Abfüllmaschine? Hefelager, doch. Gut, also funktioniert alles mit, mit dem Werkzeugkasten. Und zeig mal her. Wieso kann ich nicht auch hier? So, hier, Heike. Ordne einen Mitarbeiter der Brauerei zu. Du kannst eine beliebige Anzahl von Mitarbeitern zuweisen. Sie werden den ihnen zugewiesenen Tank priorisieren, aber sie werden wie ein Team an allen Tanks arbeiten. Bisschen. Junge, Alter, ich knall dir eine. Arbeitsplatz zuweisen. Komm mit, Junge. Kannst du im Keller verbringen. Ab heute ackerst du im Keller. Kauf und platziere einen Palettenplatz in der Brauerei. Es ist am besten, wenn du mindestens 4 Plätze hast. Du brauchst gemahlenes Malz, Hopfen, Hefe und Gewürze für spezielle Rezepte. Wie, aber ich mache da jetzt nicht 4 Palettenplätze. Kaufe ein neues Gebäude und schalte die Abfüllmaschine frei.
Was zur Hölle passiert hier? Lagern. Eigentlich müssten wir jetzt einfach mal das tun, was der sagt die ganze Zeit, ne? So ein Idiot, ey, wirklich. Hier funktioniert ja nichts, funktioniert hier. So, was haben wir jetzt hier? Upgrade. Bauunternehmen. Maschinenraum. Abfüllmaschine. Oh, aufräumen wieder, ey. Flip aus. Öffne den Eingang zum Abfüllraum. Hallo? Öffne das rechte Tor. Öffne das linke Tor. Jetzt geht's aber los hier, ne? Stell eine Palette mit leeren Flaschen. Je mehr du brauchst, desto mehr wirst du... Ach du Scheiße. Kann ich hier erstmal die Scheiße beräumen? Das ist ja... Ich brauche eine Tonne hier, ne? Ich kann ja nicht jedes Mal jetzt nach da vorne wackeln. Eine Tonne, ne? Kann man hier irgendwie Mülltonnen? Ne. Mülleimer. Das bringt gar nichts, ne? Kann ich hier Mülleimer aufstellen? Nö. Kann ich mehr Sachen nehmen? Scheiße. Das geht natürlich auch nicht. Kann ich das zum Nachbarn rüberwerfen? Geht das? Nur so. Ja, natürlich nicht. War das mit der Tonne? Nee, ist wirklich nur Deko, ne? Mann, nee. Wir müssen erst aufräumen, ne? Das schaffen wir erst in der nächsten Folge. Zwecks mit den Flaschen. Bestell eine Palette Flaschen. Du wird hackt. Dann wie das aussieht, das ist doch hier alles voll. Oder gibt es da eine andere Möglichkeit? Gibt es irgendwie einen Eimer oder sowas? Weil ich habe ja einen Besen und so. Aber mit dem Besen geht das nicht, ne? Ich hätte irgendwie gedacht, dass es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, den Müll anders zu beseitigen. Falls es das gibt, Leute, schreibt das in die Kommentare, ob es Möglichkeiten gibt, den Müll anders zu beseitigen. Kickt euch das an. Wie lange soll ich denn da brauchen? Ist das nicht eine Leiter? Geht's hier hinten raus? Nee. Ey, hier ist überall Müll. Erstmal nach draußen. Erstmal nach draußen. Also, da fehlen mir die Worte, ehrlich gesagt. Was? Und dann nur diese Mucke im Hintergrund. Okay, das ist jetzt unser Abfüllding oder was hier. Gut, Leute. Also, das war leider schon wieder für die Folge von der guten alten Beer Factory, aber wir kommen voran. Jetzt müssen wir eine Palette Flaschen bestellen. Je mehr du brauchst, desto mehr wirst du brauchen.
So, da füllen wir dann schön unser Bier ab und ja, das werden wir dann in der nächsten Folge in Angriff nehmen. Und ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Und natürlich hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut, haut da rein und ciao.